Kapitel 21. Im Licht der Sonne. Showtime! Der Moment war gekommen. Endlich würde ein wahrer Kampf entflammen. Und dieses Mal stand Günther ein Soll gegenüber, der nicht nur mit Strategie kämpfte, sondern auch mit Macht, mit Ruhe, Besonnenheit, doch trotzdem Stärke, Geschwindigkeit, Brutalität und vor allem mit Entschlossenheit. Die heißeste aller Flammen. Dies hatte Soll versprochen und dies würde einen prägenden Faktor des Kampfes bewirken. Anders als im vorigen Kampfabschnitt, in welchem Soll alleinig mit Hass und somit im Nahkampf antrat, konnte Günther dieses Mal deutlich effektiver die Distanz als Waffe nutzen. Und somit auch seine Distanzwaffen. Er hatte in einem Aspekt natürlich recht gehabt. Er war ein Wassertyp, nein, mehr als das, inzwischen beinahe eine Gottheit der Fluten. Und das gegen eine Flamme. Eine Sonne. Um den Kampf zu beginnen, sammelten sich sofort riesige Blasen aus Wasser um Günther, welche einen ersten Krallenangriff Solls nicht nur zurückhielten, sondern als bombengroße Macht zeigen sollten. Während Soll sich für einen Moment vom Rückschlag nach seinem Angriff erholte, schoss Günther diese Waffen sofortig ab. Und Soll hatte Zeit zum Ausweichen, welche er sich nicht nahm. Stattdessen war es Günther, welcher durch einen heftigen Hieb in das Inferno gedrängt wurde, welches Kämpfer von Beobachtern trennte. Oder in jener Richtung, in welcher Günther stand, Beobachter. Er schlug gegen das Gitter, welches nur noch den alleinigen Nutzen besaß, dass Omegon sich in seiner winzigsten Form dort als Zuschauer platziert hatte. Was dem Wassertypen auch nicht gefallen sollte, war, dass dieses Gitter gerade an der Grenze der Flammen platziert war, sodass er beim Aufprall weiter die größte Hitze auf der Haut spürte. Ja, Günther war ein Wasser-Pokémon. Bezwingen würde ihn dieser Angriff lange nicht. Doch es war weit schmerzhafter, als es für den Faktor der Typen je das Recht hatte. Und vor allem, dass dieser Treffer überhaupt stattgefunden hatte. Schnell wich Günther einem weiteren Hieb aus, welcher ihn inmitten der Flammen treffen sollte, welche Soll wenig störten. Weit weniger als Günther. Der Kampf würde wieder in den Ring zurückkehren. Aber als das Impagato nach dieser Rückkehr auf seinen Feind blickte, war er verwirrt. Kein Tropfen zeigte sich an Solls Fell. Bis soeben hatte Günther vermutet, dass dieser Feind getroffen wurde, doch sich im Schaden nicht hatte stoppen lassen. Aber nein, es war kein Schaden entstanden. Du siehst so verwirrt aus. Hast du etwa ein Problem, Günther? Keine Entschlossenheit kann meine Angriffe wirkungslos verpuffen lassen. Eine Entschlossenheit nicht. Nein. Aber du hast mir wohl nicht zugehört. Du stehst gegen eine Hitze, in welcher deine Fluten nichts als Dampf bewirken. Weniger für Offensive als für die Prüfung dieser Worte, schoss Günther sofort mit einer massiven Welle voran. Eine Welle, welche ihm selber jede Sicht versperrte, als sie denn kurz bevor der Feind getroffen wurde, in Zischen zu Dampf verkochte. Und augenblicklich folgte ein mächtiger Biss durch all den Dampf, welchem Günther nicht ganz entgehen konnte. Lediglich verhindern, dass seine Kehle, das Ziel des Angriffes, getroffen wurde, konnte er, sodass eine massive Wunde stattdessen seine Schulter schmückte, während langsam die Sicht wiederkehrte, welche Soll zeigte, dem Blut aus dem Maul floss. Aber nicht sein eigenes. Glaubst du mir etwa nicht? Los doch, versuch es gerne weiter. Sag bloß, du weißt nicht, was du ohne dein Wasser ausrichten sollst. Offensichtlich fühlte sich das Akani viel, viel selbstsicherer, als Günther es für richtig hielt. Diese Arroganz würde noch schwinden.
Spätestens als anstatt Wasserblasen nun mächtige Meteoriten vom Himmel stürzten. In seiner Unbereitheit konnte Sol nicht reagieren, weshalb der erste Fels ihn mächtig traf, als er beim Einschlag zerbröselte. In deiner Arroganz gibst du mir nichts als Wissen, welches dir noch den Untergang bringen wird. Ich habe die Sterne, Mon! Grelles Licht strahlte aus Günthers Krallen heraus, als er zu einem Hieb ansetzte, welchem Sol durch einen bloßen Sprung rückwärts entgehen konnte. Oder es zumindest wollte. Denn das Sternlicht schoss aus dem Hieb heraus, parallel zum Schwung von Günthers Krallen, und erreichte so ein Ziel, welches für dieses Licht bereit war. Die Botschaft war klar beim Sonnenkrieger angekommen. Er durfte sich nicht von seinem starken Beginn in den Kampf ablenken lassen. Er stand trotz allem immer noch Günther gegenüber. Jenem Pokémon, welches manche als unbezwingbar bezeichnen würden. Und das, bevor er die Sterne oder die Entschlossenheit im Kampf verwendete. Aber diese Pokémon hatten Sol nicht gekannt. Zumindest nicht jenen Sol, welcher diese Reise hinter sich hatte. Bisher hatte das Arcani die simpelste seiner Angriffsmethoden weggelassen. Das pure Feuer. In Gedanken, dass es gegen diesen Feind keine zu effektive Waffe wäre. Und auch wenn sein Feind gewissen Schaden anrichten konnte, diese Annahme als inkorrekt zu bezeichnen wäre naiv. Aber gleichzeitig ignorierte es doch den Nutzen außerhalb des Schadens. Die Flammen umfassten mehr Raum als jeder Krallenhieb. Und dies auf eine nahezu unvorstellbare Distanz. Wenn also ein Inferno das Kampffeld überkam, war es Günther, der reagieren musste. Und dies auch tat. Sein Wasser wäre als Waffe wertlos, wenn es verdampfte, bevor es den Feind treffen konnte. Doch solange es dem Feind fernblieb, konnte es als Schild einen Nutzen bringen. Und nicht nur das. Erneut schoss Günther seine Wasserblasen auf den Feind, welcher sich nicht wirklich um irgendeine Defensive kümmerte. Im Wissen, dass der Angriff keine Wirkung hätte. Es blieb nur Dampf, welcher sich um Sol sammelte. Und für diesen hatte Günther angegriffen. Aus der Distanz nahm das Gas nämlich viel mehr des Sichtfeldes seines Feindes, als dass es Günthers eigener Sicht schadete. Im Moment des Verdampfens könnte Sol nicht darauf reagieren, was sein Feind tun würde. Um so viele Optionen abzudecken wie nur irgendwie möglich, folgte ein horizontaler Hieb mit Sternenkrallen, welcher die gesamte Breite des Kampffeldes auf Augenhöhe des Feindes abdeckte. Erfolglos. Mit der Kraft, die Hoffnung gab, war Sol nämlich schon lange emporgesprungen. Nachdem Günther bisher keine Technik genutzt hatte, welche weit über dem Grund treffen würde. Aus dem Dampf hinaus schoss also ein Arcani mit ausgefahrenen Krallen, den Gegner direkt im Visier, welcher nur mit dem Arm abwehren konnte, welcher sie hierdurch sofort von tiefen Kratzern durchzogen wurde. Sofort wollte das Impagato den Gegner wieder von sich abstoßen, was auch gelang, aber von einem sofortigen neuen Ansturm gefolgt wurde. Ein plötzlich entstehender Wasserfall konnte Sol zwar nicht verwunden, aber seinen Angriff zum Halt zwingen, wobei sofort der mächtige Alligator mit aller Macht durch das eigens geschaffte Hindernis einen Tritt absetzte. Dieser kollidierte lediglich mit einem Hieb, das bereiten soll. Im nächsten Moment stürzten erneut Sterne vom Himmel. Dieses Mal in Kombination mit einer neuen Technik Günthers, für welche er ebenfalls das Sternlicht nutzte. Dieses Mal schlug er seine Krallen hierbei in den Boden und erschuf Risse im Grund. Einen für jede Kralle, aus welchen kurz darauf Sternenlicht in aller Grelle emporschoss. Sols erster Instinkt war es, dieses Licht zu ignorieren. Doch ein Versuch der Berührung zeigte, dass die beinhaltete Kraft weit mehr als nur ein Leuchten war, sondern mindestens so schädlich wie der anfängliche Wasserball. Nein, schlimmer als das. Allerdings schwand dieses Hindernis auch bald schon.
das nur bestehen konnte, solange Günther seine Krallen in den Boden gebohrt hatte, wodurch er sich anderen Optionen selber beraubte. Zumal soll durch die Magma im Inneren des Planeten, welche durch seinen Angriff durch eben jene Risse schoss, ein Wechsel der Taktik erzwang. Außerhalb des Feuers betrachteten viele Zuschauer weiterhin jeden Schritt des Kampfes. Die Gefühle zwischen Begeisterung und Sorge. Gerade Funkenherz war es natürlich, die beides in sich einte. Soll bitte. An der Spitze der Gruppe stand jenes Pokémon, welches trotz seiner Bindung zu Funkenherz das jetzige Arcani wohl besser kannte als jeder andere. Und derjenige, dessen Optimismus hierdurch am größten war. Wenn jemand diesen Kampf gewinnen kann, dann er. Das weißt du selber, Funkenherz. Mein Bruder war schon immer stark. Aber heute zeigt er, was wirklich in ihm steckt. Aber Günther war schon immer der mächtigste aller Kämpfer und auch erst so viel stärker geworden. Was sollen wir denn tun, wenn soll? Soll wird siegen. Punkt. Gerade wenn wir selber so an ihn glauben, wie er an sich selber. Funkenherz, auch wenn du ihm im Kampf nicht direkt beistehen kannst, seelisch bist du auf diesem Kampffeld bei ihm. Und dort braucht er deine Unterstützung. Neutral blickte das Luxio durch die tobenden Flammen, welche Kampffeld von Beobachtern trennte. Es war ein Wall, welcher etwas leichter zu durchdringen wäre als jener von Günther. Gerade für Asche. Aber dies war ein Duell zwischen zwei Pokémon. Und es würde nur einen Sieger geben. Du hast recht. Eigentlich war ich es doch immer, die für den Kampf gegen Günther bestimmt war. Aber Sol hat diese Bürde auf sich genommen. Alleine. Für mich. Also es ist das Mindeste, was ich tun kann. Der Kämpfende selber hörte diese Worte nicht. Er hörte nichts als Krallen, die aufeinander schlugen. Rauschendes Wasser, knisterndes Feuer. Felsen, die vom Himmel herabschlugen. Und sein eigener Herzschlag. Und in eben jenem Herzen waren all die Pokémon, welche hier auf seinen Sieg hofften. Erneut durchzogen Flammen das Kampffeld wie ein Fegefeuer. Günther würde sie mit Wasser abwehren wollen. Das wusste Sol so gut wie der Feind selber. Und es würde auch funktionieren, denn dies tat es jedes Mal. Doch deswegen würde sich der Plan diesmal wandeln. Sofort mit dem Entspringen des Feuers schoss auch das Arcani los. Direkt auf Günther und sein Wasserschild zuspringend. Wenn er das Schild bereits erwartete, würde es ihn nicht zurückschrecken lassen. Er könnte es nahezu ignorieren. Denn es würde verdampfen, wenn er nahe kam. Deswegen schoss das Arcani erneut los. Sein bisher mächtigster Treffer war der Bissangriff zu Gewinn des Kampfes gewesen. Immer noch schmeckte Sol das leicht salzige, leicht knisternde Blut auf seiner Zunge, welches das irreelle Abbild eines Wasser-Pokémon in sich trug. Wenn er Günther mit diesem Angriff kalt erwischen würde, vielleicht könnte er dieses Mal die Kehle des Feindes treffen. Und so ein Treffer würde den sofortigen Sieg bedeuten. Als also erneut Wasser den Feind vollkommen umgab, schoss Sol voran, inmitten in die ewige Flut, welche unter seiner Präsenz nichts wurde als Dampf, welcher erneut die Sicht einschränkte. Aber Sol brauchte keine Sicht, er wusste, wo Günther war. Und konnte somit sofort einen Angriff starten, um keine Zeit zum Reagieren zu geben. Doch diese Reaktionszeit war auch nicht vonnöten. Die Intention des Arcani beim Erschaffen der neuesten Flammen war für Günther eindeutig gewesen. Er kämpfte gegen keinen Feind mehr, der viermal dasselbe versuchen würde, wenn es schon dreimal keinen Gewinn gebracht hatte. Er kämpfte gegen einen wahren Krieger. Jemanden, der ihm beinahe auf Augenhöhe begegnete. Aber eben doch nur beinahe. Günther war voll und ganz bereit für den Bissangriff, welcher folgen sollte.
Hierdurch hatte er sich schon lange im Schutze seines eigenen Wassers umplatziert, um das überraschte Akani sofort am Nacken packen zu können. Ohne Rücksicht und mit aller Kraft warf das Impagator-Soll in jenes Gitter, hinter welchem Omegon beobachtete, um sofort den Druck aufrechtzuerhalten. Ein heftiger Tritt mitten in die Rippen brachte das gesamte Gitter zum Beben und ein stummer Schrei entfuhr Soll. Sofort griff Günther ihn erneut, schleuderte ihn zurück aufs Kampffeld, hinaus aus den lästigen Flammen, so dass auch die Außenstehenden sehen konnten, was nun geschehen würde. Unsanft landete das Akani auf seiner Seite. Seine Haut brannte, seine Knochen schmerzten, sein Blut kochte. Und Günther wusste, wie die Situation wahrlich stand. Ohne zu zögern, stellte er sich selbstbewusst neben den gefallenen Feind. Seine Klaue um den Hals des Akani. Du bist gut, sehr gut sogar. Dein Vater wäre bestimmt stolz, wenn er dich gesehen hätte. Das hat er aber nicht. Und genug war es auch nicht. Du hast den großen Fehler gemacht, mich herauszufordern. Und den letzten. Los, wenn du noch Worte hast, letzte Worte, dann sprich sie. Es folgte Stille. Gut, du hast deine Wahl getroffen. Günthers Griff wurde fester. Das geschlagene Akani verlor jede Atemluft, als die spitzen Krallen sich tief in seine Haut bohrten. Und selbst in einer weit, weit entfernten Welt, inmitten eines kleinen Schreines unterhalb eines riesigen Baumes, selbst dort konnte niemand mehr tun, als nur zuzusehen, wie ein Licht langsam erlosch. Und zusehen taten sie alle. Auch die hellblauen Augen, welche aus dem Wall aus Feuer hervorstarrten, als Solls Blut zur höchsten Hitze aufkochte.